Das ist James. Er hat zwei Leidenschaften im Leben. Tiere und Geschwindigkeit. Ungewöhnlich, ich weiß. Aber jedem das Seine. Im Moment wärmt sich James auf, um diese beiden Leidenschaften in einer epischen Herausforderung zu kombinieren. Er will so viele Tiere wie möglich in einem Rennen schlagen. Wie weit er wohl kommen wird? Lasst es uns herausfinden. Tut mir leid, Jamie, aber die Chancen stehen nicht gut. Menschen sind nicht so schnell. Wie jeder andere geht James mit einer bescheidenen Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Kilometer pro Stunde. Gute Nachrichten, er ist schon schneller als viele andere Landgeschöpfe. Zum Beispiel sind Insekten und andere Käfer nur für ihre winzigen Größen schnell. Unser Freund hier kann fast jeden von ihnen leicht überholen. Wirklich? Sogar Tausendfüßler? Diese kleinen Monster bewegen sich albtraumhaft schnell. Ja, geht. Auch andere Tiere mit eher menschenähnlichen Ausmaßen, wie Faultiere, Koalas und Riesenschildkröten, bleiben weit zurück. Faultiere leben an Orten, an denen es zu riskant ist, sich schnell zu bewegen, weil Raubtiere sie sehen könnten. Sie bewegen sich also mit einer Geschwindigkeit von 0,2 Kilometer pro Stunde. Und Riesenschildkröten schaffen maximal 0,5 Kilometer pro Stunde. Aber diese Tiere gehören zu den langsamsten auf unserem Planeten. Also, es ist endlich Zeit für Jimbo, seine Laufschuhe anzuziehen. James ist wirklich fit und er hat sich sein ganzes Leben lang auf diesen Tag vorbereitet. Deshalb sind 24 Kilometer pro Stunde für ihn nur ein Aufwärmlauf, auch wenn es die Durchschnittsgeschwindigkeit ist, mit der andere Leute rennen. Doch dieses Tempo ist gut genug für uns, denn wir können allen lästigen Ungeziefern wie Ratten und Mäusen sowie allen Spinnen und Schlangen der Welt entkommen. Der führende Konkurrent hier ist die Sechs-Streifen-Rennechse. Ein großartiger Name für eine Eidechse, die James zeigen kann, dass er nicht mithalten kann. Oh oh, beeil dich, Junge! James will es in die Oberliga der Tierlauferei bringen, also beschleunigt er auf olympisches Tempo, 45 Kilometer pro Stunde. Die schnellste Laufgeschwindigkeit, die je für einen Menschen registriert wurde. Tiere wie Elefanten, Eichhörnchen und sogar Eisbären müssen da anhalten, um nach Luft zu schnappen. Dies ist ein seltsamer Punkt, an dem ein Mensch einen Eisbären davonlaufen kann, aber er wird sich nicht lange gegen einen Grizzlybären behaupten können. Wirf ihm lieber etwas Honig zu, um ihn abzulenken. Dies ist auch der Punkt, an dem Slim Jim beschließt, sich der Wahrheit zu stellen. Geschwindigkeit ist nicht das stärkste Attribut der Menschheit, aber Intelligenz und Einfallsreichtum schon. Also springt James auf ein Fahrrad. 64 Kilometer pro Stunde. Das ist etwa die Höchstgeschwindigkeit, die er mit einem Fahrrad ohne Motor erreichen kann. Es ist gerade genug, um vor allem Bären und fangzahnartigen Kreaturen wie Schakalen, Hunden und Wölfen zu fliehen. Aber er kann keinen braunen Hasen mehr einholen. Sie können bis auf 77 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Aber hey, zumindest gewinnt James das Rennen gegen eine einfache Hauskatze. Was ist mit ihren großen Cousins, die afrikanischen Grasländer beherrschen? Löwen können mit atemberaubenden 80 Kilometer pro Stunde laufen. Das ist ungefähr dasselbe wie ihre Lieblingsnahrung, der Streifengnu. Tiger sind mit einer Geschwindigkeit von 96 Kilometer pro Stunde noch schneller. Und natürlich der absolute Champion der Höchstgeschwindigkeiten, der Gepard. Mit 120 Kilometer pro Stunde durch die Prärie zu sprinten, ist für diese Raubtiere von entscheidender Bedeutung, da sie extrem schnelle Gabelböcke jagen. Diese gehörnten Kreaturen können auf einer Rennstrecke problemlos einen Löwen schlagen. Um die Geschwindigkeit eines Geparden zu erreichen, kann sich James nicht länger nur auf die Kraft und Ausdauer seines eigenen Körpers verlassen. Diesmal springt er in ein Auto. Nichts zu auffällig oder schnell, ein einfacher Wagen, der die typischen Autobahngeschwindigkeiten ohne Probleme bewältigen kann. Aber wir Menschen haben uns einige unschlagbare Landmaschinen ausgedacht, leistungsstarke Rennwagen und sogar Jetcars, die mit einer Höchstgeschwindigkeit von 1231 Kilometer pro Stunde die Schallmauer durchbrechen können. Ich schätze, wir gewinnen technisch gesehen den Wettkampf am Boden. Aber was ist, wenn Jimmy Boy einige Tiere aus der Meereswelt herausfordert?
Auch hier gibt es keine Möglichkeit, dass er es ohne eine der ausgefallenen Erfindungen der Menschheit schaffen kann. Es ist viel schwieriger für uns Menschen, uns unter Wasser zu bewegen, da es dichter als Luft ist und eine viel stromlinienförmigere Körperform für Geschwindigkeit erfordert. Mit unseren voluminösen Oberkörpern und schmächtigen Armen und Beinen haben wir einfach nicht das Zeug dazu. Ganz abgesehen von den Haaren, die uns bedecken. Nun, worauf wartest du noch? Tauch ein! Die Höchstgeschwindigkeit, die James ohne Flossen erreichen kann, beträgt nur 4,8 Kilometer pro Stunde. Das reicht kaum, um an Aalen vorbeizuschwimmen, aber er zieht leicht an Krebsen und Seesternen vorbei. Nun ja, diese Seebodenbewohner müssen sich die meiste Zeit ihres Lebens nicht einmal bewegen. Nicht die leistungsstärksten Teilnehmer da draußen. Aber warte, was ist das in der Ferne hinter dir? Etwas Dreieckiges ragt aus dem Wasser. Ist das ein Hai? Beeil dich, Jim. Zieh einen Taucheranzug an. Du solltest besser um dein Leben schwimmen. Mit dem Neoprenanzug, der sein Haar bedeckt und den Flossen an den Füßen, kann James jetzt viel schneller schwimmen. 13 Kilometer pro Stunde. Er ist mit den Schwimmfähigkeiten der meisten Landtiere auf Augenhöhe und er kann die meisten Pinguine und Seeotter überholen. Aber die weißen Haie holen schnell auf. Und das ist kein Wunder. Sie bewegen sich mit 48,2 Kilometer pro Stunde. Sie knabbern schon fast an seinen Füßen. Es dauert nur Sekunden, bis sie ihre breiten Kiefer öffnen und... Oh, ich kann nicht hinsehen. James, bist du okay? Nun, bist du nicht ein schlauer Kerl oder hast du einfach Glück? Du bist in letzter Minute in das Segelboot gesprungen. Er fährt jetzt mit 30 Kilometer pro Stunde. Zugegeben, diese weißen Haie können viel schneller schwimmen, aber nur in kurzen Schüben. Siehst du, sie sind jetzt schon müde. Das Boot ist schneller als Buckelwale, Seelöwen und kleine Fische. Aber Jimmy will schon wieder den Einsatz erhöhen. Diesmal springt er auf ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Seine Ohren betäubend dröhnenden Motoren können diesen metallischen Rumpf bis zu 56 Kilometer pro Stunde beschleunigen und Barracudas, Delfine und Tintenfische hinter sich lassen. Ja, diese achtbeinigen Kreaturen können überraschend schnell schwimmen. Sieht so aus, als wäre es an der Zeit, diese Herausforderung auf eine ganz neue Ebene zu heben. James findet ein Schnellboot und jagt mit 145 Kilometer pro Stunde über das Wasser. Vorsicht, Kumpel, bau keinen Unfall. Und herzlichen Glückwunsch, du bewegst dich viel schneller als ein Marlin, der nur bis zu 80 Kilometer pro Stunde schnell wird. Oh ja, und du hast den schnellsten Fisch der Welt überholt, den Segelfisch, der bei 109 Kilometer pro Stunde zurückbleibt. Das Einzige, was unser Champion noch erobern kann, ist der Himmel. Über die menschlichen Fähigkeiten im Fliegen zu sprechen, ist nicht einmal komisch. Übrigens, rast du lieber durch das Wasser, den Himmel oder an Land in einem Rennwagen? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wie auch immer, von Anfang an braucht James etwas, um ihn hochzuheben. Sieht so aus, als hätte er sich für einen Jetpack entschieden, denn wer würde das nicht tun, wenn er die Wahl hätte? Oben am Himmel, bei 105 Kilometer pro Stunde, gehört Jimmy Boy bereits zu den fliegenden Rekordbrechern. Alle Tauben, Sperlinge und Amseln sind zu langsam, um Schritt zu halten. Er fliegt jetzt mit Falken. Der Wanderfalke, um genau zu sein, der mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 Kilometer pro Stunde fliegen kann, aber bis auf 111 Kilometer pro Stunde beschleunigen kann. Es gibt noch schnellere gefiederte Wesen, wie den Weißkopfseeadler, der mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde durch die Luft schwebt, bis zu 120 Stundenkilometer schafft, wenn er sich anstrengt. Einige neuere Studien haben gezeigt, dass unsere fliegenden Säugetierverwandten, die Fledermäuse, erstaunliche 160 Kilometer pro Stunde erreichen und immer noch von den 169 Kilometer pro Stunde schnellen Weißkehlchens geschlagen werden können. Das alles wäre gerade genug, um James' Tag für immer zu ruinieren, ohne ein kleines Flugzeug, das er für diese Gelegenheit gemietet hat. Jetzt, wo er 199 Kilometer pro Stunde fliegt, scheint es, als könne ihn nichts aufhalten. Doch es ist Jims alter Rivale, der Wanderfalke, der sich einmischt, um die Krone zurückzuerobern. Während James voranrast, grinst der Vogel nur, wenn er mit 386 Kilometer pro Stunde in die Tiefe taucht. Er muss auf ein Mittagessen aus sein. Nun, dann ist alles vorbei. Gib es auf, James. Pack einfach deine Sachen und flieg nach Hause. In einem Jumbojet. Der Tacho zeigt 965 Kilometer pro Stunde an.
Und wir haben einen Champion, Leute. Kein persönlicher Rekord, um fair zu sein, aber trotzdem ein Sieg. Vielleicht kann ein Mensch nicht das schnellste Wesen der Welt sein, aber die Menschheit kann Geschwindigkeiten erreichen, die für jedes andere Lebewesen einfach unvorstellbar sind. Und wir danken James dafür, dass er das bewiesen hat. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib dem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen werden. Klick einfach nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.